Die Stacheligen. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen, andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, lustigerweise, es gibt sie tatsächlich noch. Was ist denn aus deinen, Drachenfrucht-Sämlingen geworden? So sehen sie aus, es gibt sie tatsächlich noch. Stehen auf Fensterbank, kein neues Substrat, also hier ist auch nur ganz, ganz bisschen Substrat unten drin. Und es ist eigentlich immer trocken. Am Tag gieße ich einen ganz kleinen Schluck Wasser rein, aber bringt nicht wirklich viel. Ist aber nicht so tragisch, denen macht das überhaupt nichts. Okay, dementsprechend wachsen sie natürlich auch nicht, ist aber nicht so tragisch. Stehen hier im Raum am Fenster, im anderen Raum an der Fensterbank. Ja, Licht bekommen sie auch relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Zwar das Licht, was im Raum ist, aber ansonsten ist auch dort die Jalousie in der Regel eigentlich zu. Okay, jetzt scheint die Sonne, jetzt mache ich es mal auf zwischendurch. Aber ansonsten bisher, weil es draußen dunkel war, habe ich es auch gar nicht aufgemacht. Auch, kommt ja sowieso nicht viel Licht rein, vorher habe ich das so gelassen. Ja, hier hängt noch etwas, kann man ja vielleicht schon sehen. Ja, das sind die wir damals umgetopft haben. Ich habe sie vernachlässigt, die standen bei uns im Vorraum einfach rum. Die haben auch nur sporadisch mal einen Schluck Wasser bekommen, ansonsten eigentlich eher gar nicht, weil dort haben wir auch keine Zusatzbeleuchtung und dergleichen. Und von daher wollte ich sie dort auch nicht wachsen lassen, sondern eigentlich eher in die Ruhe gehen lassen, damit sie halt nicht zu dolle schießen. Denn wenn sie sonst zu feucht sind, dann wachsen sie und wenn kaum Licht da ist, dann hast du lauter dünne, lange Triebe und das bringt es natürlich auch nicht. Wobei es dort aber jetzt gezeigt hat, bei diesen Drachenfrucht-Pflänzchen, die wir haben, ja, sehen wir gleich. Ich habe das noch nicht so im Griff, aber ist ja auch nicht so schlimm, nicht so tragisch. Man hat ja auch nicht für alles so Platz und auch so den Kopf und von daher habe ich das alles ein bisschen vernachlässigt. Aber nichtsdestotrotz, ja, man sieht, es gibt sie tatsächlich noch. Ist schon ein Wunder eigentlich, dass die tatsächlich so überleben können. Das ist so eine geniale Sache. Ja, und einen hatte ich mal irgendwann vor langer, langer Zeit hier in den kleinen Plastikpott gesetzt. Ja, auch der kriegt nur ganz selten einen Schluck Wasser. Gedüngt wurde er gar nicht, aber interessanterweise ist er tatsächlich trotzdem am Wachsen. Wobei, bei dem ist es immer so gewesen, vor 4 Wochen ungefähr habe ich ihn dort herausgeholt. Lol, ja, weißt Bescheid? Nee, weißt du nicht, weil er ist in einen anderen Topf hineingewachsen. Die machen hier solche Luftwurzeln. Ja, und da hat er sich einfach unterirdisch in einen anderen Topf rein und hat sich dementsprechend dann dort versorgt. Das ist so eine frecher Bengel, ne? Geht einfach fremd hier, geht woanders hin und bedient sich dort. Nee, das darf er aber nicht. So, ja, ich würde sagen, es gibt noch etwas anderes und noch etwas und noch etwas. Und von daher fangen wir jetzt einfach an. Hier können wir jetzt sehr schön den Wurzelbereich sehen, die Erde in dem Sinne auch und die Wurzel natürlich. Und das ist also richtig trocken ist das. Also hier ist keine Feuchtigkeit drin. Wie gesagt, ich kippe jetzt zwischendurch einen Schluck rein und das war's dann. Ja, scheint dann auch gut zu funktionieren, um sie dementsprechend dann ja zu überwintern, obwohl sie hier warm im Raum stehen. Man sieht, sie sind tatsächlich alle klein, frisch, weiter, ganz langsam am Wachsen, die kleinen Drachen. So, und dann holen wir jetzt den einen, der in dem einzelnen Topf steht. Hier dann jetzt der kleine, hübsche Drachen in dem kleinen Plastikpöttchen. Ja, doch interessant zu sehen, er hat sich von ganz alleine vielfältig verzweigt, wurde also nicht zurückgeschnitten oder dergleichen. Das hat er sich selber so ausgesucht, so zu wachsen. Nun ja, interessant zu beobachten, ich finde ihn recht hübsch. Also man könnte das Ganze tatsächlich auch als Hängeampel machen und diese Kakteen dann dementsprechend einfach runterwachsen lassen. Vielleicht werde ich das Projekt auch mal starten. Allerdings habe ich nicht so ein hohes Fenster, von daher wird das wohl nicht ganz so viel bringen, weil umso höher sie hängen, umso weniger Licht bekommen sie natürlich. Und von daher, ne, ich weiß noch nicht, egal. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach erstmal so, wie er ist, bis mir irgendwas einfällt, wo ich Lust dazu habe. Auf jeden Fall doch interessant zu beobachten, wie der kleine Drachen hier sich entwickelt hat. So, und dann schauen wir uns jetzt mal den Großen an. Dann schauen wir uns das Schätzchen jetzt mal an. Ja, so schaut er aus. Lang und schlank. Also, ja, ich habe jetzt auch keinen Platz gehabt, um ihn hochzubinden oder dergleichen. Ich habe ihn einfach am Fenster so hängen lassen. Und er müsste auch mal abgeduscht werden. Das ist ein bisschen verstaubt, das Schätzchen. Aber ich möchte ihn so auch nicht lassen, ehrlich gesagt. Das bringt mir irgendwie gar nichts. Ich werde ihn irgendwann wieder zurückschneiden. Jetzt allerdings noch nicht. Denn hier können wir noch was Interessantes mitmachen. Und zwar einen Bonsai. Und von daher lasse ich den einfach wachsen, damit die Wurzeln hier im Erdreich dicker werden. Und ich denke mal, dann könnten wir bei gegebener Zeit mal eine interessante Geschichte daraus machen. Aber jetzt würde ich sagen, ich lasse ihn einfach so, wie er ist. Und er kommt wieder auf die Fensterbank und ja, mal sehen, was wir irgendwann damit machen mit diesem Drachen. Das ist der Feigenkaktus, der lange, schlanke. Ich drehe den mal kurz, dass man die schlankere Seite sieht und dann fahren wir das Ding einfach mal nach oben. Das Ding, ja, nee, warte. Die Kamera, Mann, so. Langsam nach oben, langsam nach oben. Ich hoffe, ich ziehe ihn jetzt gleich hier nicht raus. Ich sehe gerade nichts mehr. So, ja, noch höher, noch höher. Oh Mann. Ich komme gar nicht bis oben hin, doch so. Ja, sorry für das Gewackel hier. Ich muss aber eben kurz feststellen.
Ja, ich drehe den mal wieder auf die breite Seite. Und jetzt sehen wir das neue Öhrchen, das hier vor kurzem herausgewachsen ist. Es hat jetzt einen Wachstumsabschluss gemacht, also hat jetzt aufgehört zu wachsen. Und irgendwann fängt er dort oben wieder an. Ich gehe jetzt nochmal nach unten. Dann sehen wir immer diese Segmente, die sich hier entwickelt haben, von hier nach da beispielsweise. Ja, er wächst immer so schubweise, nicht wahr? Hier ist er etwas länger herausgewachsen. Das war dann ja wahrscheinlich zu einer etwas anderen Jahreszeit in dem Sinne natürlich. Ja, also nach wie vor, er wächst schlank und rank. Ja, ich kann es nicht ändern. Es ist nun mal so mit diesem Feigenkaktus. Das ist jetzt der Feigenkaktus, den wir als Steckling gemacht haben hier. Ja, auch der wird relativ trocken gehalten jetzt. Und hier oben sehen wir eine Stelle, die ist am Faulen. Das war erst nur ein ganz kleiner Punkt gewesen und das wandert immer tiefer. Im Klartext, hier müssen wir reagieren und das Ganze ja, behandeln. Mal gucken, wir werden ihn erstmal abschneiden, damit wir ihn dann dementsprechend retten können. Denn ansonsten fault das Ganze also tatsächlich immer Stück für Stück weiter. So, ja, das war okay. Hier ist das Ganze dann wieder frisch grün und von daher, ja, ist schon komisch manchmal, was so passiert, nicht wahr? Aber reagieren muss man dann auch. Nun ja, das lassen wir jetzt erstmal antrocknen hier. Und ansonsten brauchen wir da eigentlich nichts dran zu machen. Auf keinen Fall jetzt einsprühen oder dergleichen, denn ansonsten wird das Ganze anfangen zu schimmeln wieder oder zu faulen. Also schön abtrocknen lassen, die Schnittstelle. Und dann ist das okay. Dann wird er irgendwann wieder austreiben. Feigenkaktus, die Zwillinge. Ja, sind zwar unterschiedlich gewachsen, aber es sind tatsächlich Zwillinge, sind aus einem Samen damals gekeimt. Es gibt sie tatsächlich noch. Auch die habe ich ganz verhalten gepflegt, also ja, ganz, ganz wenig gegossen jetzt über die Winterzeit und auch nicht gedüngt. Man sieht es auch an den Keimblättern, ist also tatsächlich Mangelerscheinung jetzt hier schon zu sehen. Interessanterweise wachsen diese noch kugelig rund. Ob das so bleibt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Allerdings werden wir sie hier aus der Erde herausholen und sie mal in eine andere Erde pflanzen, damit sie vielleicht dementsprechend besser wachsen können. Und die werden dann jetzt auch, ja, wie soll man sagen, regelmäßig gepflegt und nicht mehr so, ne, nur im Vorbeigehen. Dann nehmen wir uns jetzt die Pflänzchen und holen die mal hier heraus. Lockern den Boden ein bisschen. Plumps, da sind sie schon. Ja, also Wurzeln. Haben die überhaupt welche? Ach du meine Güte. Ja, nicht wirklich viel, man sieht. Aber nun ja, nicht so schlimm. Sie kommen dann jetzt in eine andere Erde. Und zwar ist das Terra 3. Das ist die Erde, die wir mit Leitungswasser dementsprechend aufgedüngt haben. So, ich mache das jetzt einfach mal hier frei Hand, weil es ist gerade ein bisschen schwierig, die Pflanze in der Hand festzuhalten und dann dementsprechend das hier zu machen. Aber man sieht, also locker die Erde einfach drauflegen. Jetzt brauchen wir einen etwas größeren Trichter hier, da die Wurzeln ja recht breit sind, interessanterweise. So, vorsichtig jetzt hier hinein. Okay, mit der Hand wieder schwierig, also nehmen wir uns den Pikierstab. Und jetzt gucke ich mal, dass wir das Ganze ein bisschen tiefer bekommen. Eigentlich müsste das jetzt von alleine gehen, da die Erde ja locker aufgefüllt ist. Dementsprechend füllen wir noch mal ein bisschen auf und drücken das Ganze dann vorsichtig nach unten. Ja, das ist doch okay. Einen haben wir jetzt ein bisschen verbuddelt hier. Verteilen wir die Erde einfach wieder rundherum. Ja, doch, hat auch ganz gut geklappt. Doch einfacher als ich dachte. So, ja, den werden wir jetzt ein kleines bisschen angießen. Und dann lassen wir uns dann überraschen, wie die Pflänzchen sich dann entwickeln. Und das werden wir natürlich auch gemeinsam beobachten. Wenn wir schon dabei sind, dann topfen wir den Kandidaten auch um hier. Der kommt dann auch in Terra 3 Erde. Ich sehe schon kommen, in Zukunft wird mich jeder fragen, was ist denn Terra 3 Erde? Ja, weiß Bescheid. So ist das dann im Leben, nicht wahr? Nutzt nichts, aber ist wie es ist. Oh, sorry. So, Wurzelchen sind da. Das sieht ganz okay aus. Ach siehst du, jetzt könnten wir eigentlich mal, ja siehst du wohl, die Schnittstelle sehen, wo wir damals ihn abgeschnitten haben, den Steckling. Auch die Schnittstelle sieht richtig gut aus. Die Wurzeln sind okay, sehen richtig gut aus. Doch, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Aber nun ja, nichtsdestotrotz bekommt auch der jetzt eine neue Erde. Den würde ich jetzt noch nicht in Kakteensubstrat setzen, würde ich sagen. In dieses mineralische Substrat. In der Anzucht ist es auch besser, wenn sie tatsächlich dann in, ja, ich sag's mal so, richtiger Erde stehen. So, die Kürzelchen. Hier sind sogar Löcher unten drin. Ja, ein seltener Fall in dem Sinne bei mir. So, ja, Moment, ein bisschen Erde kann ich unten reinpacken, sehe ich gerade. So,
Ja, das ist okay. Ja, meine Güte, dann haben wir auch den dann dementsprechend jetzt hier umgetopft. Vorsichtig den Kandidaten nach oben ziehen und dann langsam wieder runter. So, können wir das Taschentuch auch wegnehmen hier. Moment, dann nehme ich mir doch ein Hilfsmittel. Ich möchte mich hier nämlich nicht pieksen, ehrlich gesagt. Das wäre dann nicht der Burner. So, ein bisschen Erde kann auch drauf. Um nicht zu geizig sein hier. Ja, ist schon interessant, so eine Pflanze aus dem Samen heranzuziehen, wie sie sich dann entwickelt, die Pflanze. Sowas zu beobachten. Nun ja, wer weiß, was das hier in Zukunft mal bringt. So, auch der wird leicht angegossen hier. So, ja, dementsprechend haben wir den jetzt auch weiter vorbereitet. Das muss ich gleich nur noch beschriften, damit das Ganze auch irgendwann mal sichtbar ist, was das denn hier ist, beziehungsweise nicht was das ist, sondern in was wir das eingepflanzt haben. Das ist ganz wichtig für die Zukunft. Heute ist der 18.02.18. Ja, Terra 3, weiß Bescheid. Ja, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr. Ach, ist das süß. Ja, mal kurz Update hier von der Kresse, Tag 3. In der Steinwolle, beziehungsweise auf der Steinwolle. Och, das sieht doch richtig hübsch aus, würde ich sagen. Ja, also bis jetzt funktioniert das wunderbar hier und steht nach wie vor hier natürlich dementsprechend im Wasser. Da lachst du dich kaputt. Sukkulente im Wasser. Ja, das war nur ein Just-for-Fun-Projekt. Das Netz ist hier drum, damit er halt etwas mittig steht. Ja, ich hole mal vorsichtig raus hier. So schaut er jetzt aus. Unsere kleine Wüstenrose hier im Wasser. Komplett mit Moos behaftet. Man sieht also unten die Schnittstelle ist wunderbar verheilt. Also das ist ein Phänomen. Ja, das finde ich nur total genial. Wie wir jetzt hier weiter vorgehen, weiß ich noch nicht. Wachstum ist natürlich nicht optimal, weil in diesem kleinen Behälter hier, ehrlich gesagt, ist das mit dem Wasserwert nicht so der Burner. Im Klartext, man müsste hier eigentlich jeden Tag oder alle zwei Tage das Wasser komplett einmal wechseln, dementsprechend aufgedüngt. Was ich jetzt damit noch mache, weiß ich nicht. Ich lasse ihn jetzt erst noch hier drin, kriege ihn jetzt erstmal wieder richtig reingestellt hier. Wahrscheinlich nicht so einfach sein, weil je nachdem, wo die Wurzeln halt waren. Ja, muss ich gleich mal ein bisschen fummeln. Nun ja, das aber nochmal ganz kurz gezeigt, dass es also tatsächlich auch möglich ist, Sukkulente im Wasser zu halten. Allerdings in der Pflege ist das jetzt hier natürlich optional. Total Banane, ganz klarer Fall. Ist ja auch nur just for fun. Aber nun ja, egal. Ich meine, ist ja schon mal interessant zu beobachten, dass die Wurzeln wenigstens gut aussehen und die Pflanze also nicht fault oder dergleichen. Und vor allem, dass hier Moos mit drin wächst. Das ist so genial. Ja, mal gucken, wie ich den gleich wieder reinkriege, Mensch. So? Nee, so auch nicht. Naja, muss ich gleich mal gucken. Sukkulente im Wasser. Ja, auch das hier ist eine Drachenfrucht, die hier im Wasser steht. Dort habe ich jetzt aber, ehrlich gesagt, monatelang nichts dran gemacht. Der stand einfach nur so rum. Ja, weiß Bescheid. Ist sowieso ein Projekt, was eigentlich Bananen... Oh, kriege ich den überhaupt hier raus? Vorsichtig ziehen. Ich glaube, der hängt da unten irgendwo fest. Ah, doch, er kommt raus. Er kommt raus, er kommt raus. Ja. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, was ist hier los? Hallo? Ende Gelände. Ja. Also das ist doch mal genial anzusehen. Das kriegen wir jetzt gar nicht hier ganz drauf aufs Bild, ehrlich gesagt. Meine Güte, ach du meine Güte, doch, ich hol's mal eben ganz drauf. Das ist ja mal genial. Das ist doch echt nicht zu glauben. Jetzt guckt sich das mal einer an, diese lange Schlange hier. Wir haben ja eine Länge von ungefähr, Pi mal Daumen, was ist das? Ja, 55 cm, 50, 55 cm. Ja, was sagst du dazu? Riesenschlange, das ist doch wohl... Ja, also weiß Bescheid. Es gibt Sachen, die mag man gar nicht dran denken, dass das überhaupt möglich ist. Also, was mache ich jetzt damit? Nein, da lachst du dich kaputt. Was machen wir jetzt damit? Meine Güte, nicht. Lass dich kaputt, ne? Ja, weiß Bescheid. Es gibt Sachen im Leben, da rechnet man gar nicht mit, dass sie überhaupt möglich sind. Aber nun ja, wir sehen, wenn man experimentiert, tut und macht, nicht wahr? Weiß Bescheid. Also das ist doch wohl sowas von genial. So, ich habe jetzt eine Flasche genommen. Dort haben wir 200 Mikrosiemens drin. Also ist aufgedüngtes, jetzt habe ich mir schon gedacht, das wird jetzt gar nicht so einfach. Aufgedüngtes Osmosewasser erstmal. Wobei ich das aber voraussichtlich noch ändern werde. Hier wird noch Leitungswasser mit reinkommen. Ich habe jetzt gerade nichts anderes zur Hand und ich wollte das... Jetzt die Pflanze nicht so lange rumliegen lassen, von daher, doch, klappt doch ganz gut. Ja, Klartext, rein damit. Jetzt die Frage, wie weit? Mal eben gucken, ob das so klappt. Ja, was das soll, weiß ich auch nicht.
Das weiß ich auch nicht, was das soll hier. Es ist nun mal so, hat sich so ergeben jetzt. Ich habe das jetzt hier raushängen lassen, ganz einfach, weil der Teil hier schon trocken ist. Der hing ja in der Luft und von daher lasse ich das einfach mal so. Ja, just for fun, nicht wahr? Und ist Bescheid. Dann hängt er hier wenigstens fest und kann dementsprechend runterwachsen oder wie auch immer. Tja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ist natürlich absoluter Blödsinn, was wir hier machen, aber was soll's, nicht wahr? Es gibt Sachen im Leben, da denkt man gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Und wir sehen, ja, es ist möglich. Wie verrückt. Jetzt juckt mich gerade, weil ich habe überall diese pieksigen Dinger jetzt hier in den Fingern. Ja, ist nun mal so. Da muss man dann auch mitleben. Ist aber nicht ganz so tragisch. So, jetzt bin ich ganz von der Rolle mit dem Ding hier. Also, ja. Was machen wir damit? Ey, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach so, wie er ist. Und ein bisschen Wasser werde ich noch rausgießen, sehe ich gerade. Denn das andere Teil, der trocken war, der hängt hier auch gerade, sehe ich. Doch zu sehr im Wasser. Und ja... So, ja doch, so ist okay. Tja, mal gucken, ob er das packt und was er überhaupt macht und ob er dann jetzt dementsprechend mal wieder grüner wird und auch mal anfängt zu wachsen. Denn gewachsen ist er bis jetzt tatsächlich noch gar nicht, seitdem er dort im Wasser stand, in dem kleinen Gefäß, das wir gerade gesehen haben. So, meine Güte, komplett voll Rolle. Also was es alles für Möglichkeiten gibt, das ist, siehst du normal gar nicht. Wo willst du auch sowas sehen? Ding der Möglichkeit, aber wir sehen, hier kann man es sehen. Ziel. Gemeinsam. Ja, das ist so eine geile Sache. Meine Güte, also ich dachte eigentlich, dass die Wurzeln im unteren Bereich vielleicht schon verfault gewesen wären oder so, aber ist nicht der Fall. Nein, ist nicht der Fall. Und vor allem, wenn man sieht, wie lang diese Wurzel ist, das ist schon der Wahnsinn. Also kann man sich auch eine Wüste vorstellen, die Pflanzen in der Wüste wachsen, Kapitän, wie tief die dann tatsächlich in der Erde wandern können. Das sind wahrscheinlich einige Meter. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Tja, wer weiß, was wir davon vielleicht irgendwann mal mitnehmen, wenn wir dementsprechend weiter filmen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Dr. Bäumisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Lol. Weiß Bescheid. Ciao. Bis zum nächsten Mal.